The skeletons. Quiet. I'm thinking. Probably inhabited by whoever those skeletons were the others found. Should mind my step. What path lies before me? Ich weiß nicht, wie die darauf reagieren, dass ich hier bin. Deswegen mache ich das lieber mal so. So geht's auch. Okay, erstmal die Falle entschärfen. Na guck mal, es hat automatisch die Falle auch gezeigt. Götze von Shah. An idol of Shah. Shadowheart might want to see this. Light on my feet. What brought it down, you think? There is work to do. Quake of some sort, perhaps? Need to tread softly. Unseen as I was taught. Eine Reaktion. What to do? Na gut, dann gibt es wahrscheinlich auf dem Lager eine Reaktion oder so. Könnte sein, ne? Könnte möglich sein. Das war alles. Mehr ist hier nicht. Nur die Götze von Shah. Ah ne, hier ist eine Truhe. Better be cautious. Schützende Funkelwand. Ah. Ah, cool. Warte, erstmal kassieren das ein hier, bevor das irgendwie scheiße bauen oder was runterfällt, weil die Kiste so halb daneben hängt. So, dann gehen wir jetzt mal schnell Gale. Der freut sich jetzt bestimmt. War alles richtig, Gale, dass du die ganzen Geschichten hier getragen hast mit hohes Zauberwirken. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deine Zauberrettungs-SG. Funkelrüstung. Der Träger hat +1 auf Rüstungsklasse und Rettungswürfe, solange Blitzladungen verfügbar sind. Ja gut. Jetzt nicht der Bringer überhaupt, würde ich sagen. Aber wir haben schon ordentliche Sachen jetzt dabei mit Dings da. Mit Blitz dich find, werde blind. Fehlt nur noch irgendwelche Ringe und so weiter. Dann ist er schon ein richtiger Blitzmagier. Dann sollten wir auch den Hexenfall haben statt den Eispfeil, ne? Das heißt tatsächlich, Game müsste nochmal umskillen. Okay. So, ich weiß nicht, wie die unten reagieren. Sind eigentlich alle gelb. Keine Ahnung. Boah, Alter, was gibt's hier denn noch alles? Was, ey? Breathe deep. Aber hier ist sonst nichts mehr. So, jetzt geht's da weiter. Überall Tote. So, was hat's damit auf sich? Be wary. This place is trapped. Should mind my step. Kugel der Dunkelsicht. Something's off. Pure shadow. Around me. Inside me. Dunkelsicht weg. Dunkelsicht habe ich erhalten. Wieso sollte ich Dunkelsicht haben wollen? What's next, hast du nichts dazu zu sagen?
Oh, jetzt wird spannend, was geht denn hier ab? Hier geht's auch noch weiter. Da ist auch noch was. No one stopped me yet. Okay, jetzt sind wir einfach nur über die Geschichte. Alles klar, so komme ich rüber. Have to keep going. Langschwertgussform. Hmm. A steel mold, used in forges to cast armor and weapons. Bin gruselig hier. Dunkler Justizarenhelm. Vom Schatten umgeben. Plus 1 auf alle Rüstungswürfe, wenn der Träger angegriffen wird, während er vom Schatten verschleiert ist. Wie wird man denn vom Schatten verschleiert? Shit. Look up there, would you? If that shithead falls. I ain't cleaning the splatter. I'll peel your balls like potatoes if you don't move. And you better hope that's the worst of it. Keep digging! What's inside? Das wäre jetzt cool gewesen. Das wäre jetzt übrigens sehr cool gewesen, ne? Your desire. What to do? Eager for battle. What's next? No one back home will ever believe this. Let's get on with it. No rest for the wicked, I see. Nicht so schlimm. Moving ahead. Hier ist auch so ein Ding. Okay, eins nach dem anderen.
Okay, ich hatte den Schlüssel dafür. Interessant. Wonder if the gods are watching me. One day I'll catch a break. Ein neuer Schlüssel und ein neuer Brief. Meister Kesserick, meine Peitsche konnte der gefangenen Hafnerin endlich Informationen entlocken. Den Ort ihres Vorratslagers an einem felsigen Abhang. Ich forschte nach und stellte fest, dass die fragliche Truhe mit Fallen gespickt ist. Versuche sie zu öffnen, könnte den Inhalt vollständig zerstören. Die Spionin weigert sich auch unter Androhung des Todes zu enthüllen, wie die Truhe geöffnet wird. Und schreit nur bei jedem Hieb Lux Splendor. Gewiss eine Lösung. Ich setze das Verhör fort. Und ich möchte noch einmal für meine Versäumnisse und um Vergebung bitten. Seid beruhigt, ich werde keine weitere Scharjüngerin als Spion denunzieren. Möge sie für immer im Schatten wandeln. Yuzinari, achso, guck mal. Das ist sie. Oder? Lux Splendor. But what does it mean? Ja, das müsstest du doch wissen. Gib doch mal Gail. Seek and you shall find me. Gail, lies das mal, lesen. Und? That drow near is going to be on his last gasp unless someone digs him out. Though not necessarily our concern, of course. Ups, das war gar nicht geplant. Dieser Drow near tut bald seinen letzten Atemzug, wenn ich ihn nicht jemand ausgräbt. Wobei das nicht notwendigerweise unsere Sorge ist. Ja, eigentlich sollte wenn dann May the darkness protect you. Ihr habt dieses Idol des Schars, der Schar wohl vor den Grimmschmieden behalten. Was? Ihr habt dieses Idol der Schar wohl von der Grimmschmiede behalten. Ich habe dieses Idol von der Schar gefunden hier. Vielleicht möchtet ihr es haben. You thought of me. Thank you. It's beautiful. I'll find a place of honor for it in camp. Nobody's ever given me anything before. What do I owe you in return? Es ist ein Geschenk, ich erwarte gar nichts dafür. Ein Dankeschön wird mir reichen. Das sind Gold und Reichtümer genau das Richtige. Lehrt eure Wie bescheuert! Thank you. Lady Shah teaches us to forswear material goods. But I think she'll make an exception for her own image. I wonder. Perhaps this is connected to the Dark Justiciars. This is no coincidence, I'm sure of it. I need to keep an eye out for more signs. Learn more about the Justiciars' presence in these lands. It could be important. As long as I've prayed to Lady Shah, I've wished to serve her as a Dark Justiciar. There is scarcely a greater way to fully dedicate yourself to Lady Shah, save perhaps if you become the head of her church. Gut, dann sehen wir doch, was die Zukunft bereithält. Wenn die dunklen Justizare hier wirklich einmal eine Machtposition hatten, deutet alles darauf hin, dass das schon sehr lange her ist. Wir sollten uns auf das Wichtigste konzentrieren, als Scharitengeister zu jagen. All signs we've encountered so far, perhaps. I'll be keeping my eyes peeled going forward. Ich will über alles reden. Ich bin ja so gesprächsbedürftig. Another step forward. Da geht's nach unten, aber da ist auch was. Ach guck mal, da ist dieser Partyraum, wo wir vorhin waren. Okay. Die Partybude ist da unten, alles klar. Wir sind nur irgendwie drüber. Alles ist hier drunter und drüber und drüber und drunter. Du weißt nie genau, wo du gerade bist. Ah, wir geben uns jetzt zum Rauchpulvervorrat. Haha, Rauchpulvervorrat. Lobgesänge der dunklen Herren. Lesen. Möge Schatten fallen, wo Licht sich schleicht. Ja. Vielleicht nicht mal davon. Hier gibt es schon was zu saufen. Das ist super. So, eine neue Tür, wieder ein Raum, den wir nicht sehen können. This calls for
careful footwork. Wieder einmal Standard. Don't mind me. Ja, wir wollen ja nicht in der Falle tappen, ne? Wir sind nicht total verblödet. Wir wollen ja nicht in der Falle tappen. Und alle bereit machen, damit sie mal hier auch was ausrichten können. Nein, du sollst ja nicht Schatten jetzt beklauen. What I really must. So, Ausrüstungscheck. Doppeltür, schleichen. Ne, warte mal, ich muss mal, ich mach das immer falsch, ne? Wie lange hält das eigentlich? Das ist eine einmalige Sache bei dem auch, ne? Hm. So, ich kann nochmal was testen, da fällt mir auch was ein. Wenn ich Trank der Unsichtbarkeit mache und dann ein Schloss knacke, wenn ich ein... Bestimmte Zauber gehen ja nicht, das steht ja hier, aber wenn ich ein Schloss knacke, das dürfte ja wohl gehen, oder? Wollte ich sowieso schon immer mal testen. Fällt mir, ich vergesse das nur immer wieder. Oh, 18, das ist aber ein heftiges Schloss, du. Das wird aber, oh ja, die Boni sind natürlich geil, ne? So, wieder, ja, siehst du, ist scheiße. Unsichtbarkeit geht auch weg, wenn du, wenn du Dings benutzt. Sag schnell. Und wenn ich hier die Waffe verbessere, das geht. Okay, alles klar. Ja, super, da sind auch Feinde oder Zwerge. Ne, jetzt haben wir Feinde. Okay, alles klar. Jetzt haben wir Feinde. Jetzt muss ich auch warten, jetzt muss ich mich beeilen. Jetzt habe ich nämlich hier Unsichtbarkeit und Dings nur eine bestimmte Zeit lang. Okay, was haben wir denn da? Wir haben hier Höllenschweine, die sind aber nicht besonders stark. Gerade mal 24 Lebensenergie. Die sind schon mal kein Problem. Höllenschweinchen. Aus infernalen Eisen geschaffen und von Höllenfeuer umlodert. Diese schweineartige Tunichtgute sind voll von einer ganz bestimmten Sorte Bosheit. Dunkelsicht, Gelegenheitsangriffe und loderndes Fell. Wenn das Höllenschwein durch einen Nahkampfangriff getroffen wird, geht der Angreifer in Flammen auf und ist 3 Züge lang brennbar. Okay, leider keine Schwäche gegen Frost. Ich kann auf jeden Fall mit halt jetzt zum Beispiel sowas hier machen, Glyphen. Achso, was haben die für Resistenzen? Gift- und Feuerresistenz. Oh, guck mal, der hat sogar Kälteresistenz. Ach ja, den habe ich noch gar nicht geguckt. Merengon-Legionär. Level 5, der hat auch mehr Lebensenergie, ne? 58. Extra Angriffe. Nach einem Angriff mit oder ohne Waffe kannst du gratis einen zusätzlichen Angriff ausführen. Gelegenheitsangriff, magische Resistenz. Ist bei Rettungswürfen gegen Zauber und andere magische Effekte im Vorteil. Teufelt sich Wächter, Fangschlinge. Wenn du eine Kreatur mit einem Gelegenheitsangriff triffst, kann sie sich für den Rest ihres Zuges nicht mehr bewegen. Nett, nett, nett. Ja gut, wie werde ich die am besten los? Halt dir, du kannst doch bestimmt mal was dein Dings zeigen, deine Fähigkeiten. Indem du erstmal guckst, dass du die irgendwie hier hin bewegst. Ah, war jetzt nicht ideal, aber immerhin. So. Wenn die Resistenz haben so und so, dann haben die ja keine Resistenz gegen Blitz, ne? Das heißt, ich könnte hier zum Beispiel sowas machen. Blitz, dich find, werde blind. Okay, der eine hat schon mal hingerichtet, das ist super. Der andere hat nur 3 Lebensenergie. Das hat ja schon mal ganz gut funktioniert. So, wie sieht's aus? Dein Bogen hat noch die Schärfegeschichte. Dann kannst du hier deinen Doppelfall machen. Dann wirst du den einen erstmal los. Oh, die Chancen sind aber trotzdem gering, ne? 65 nur. Nichtsdestotrotz kannst du ihm trotzdem nochmal eine verpassen. Das ist doch schon cool. So, du darfst nochmal. Jetzt könnte ich theoretisch gesehen Trank der Geschwindigkeit benutzen und noch einen Zug ausführen. Aber das hat er schon ganz gut hingekriegt. Der gute Haldir. So, die sehen mich nicht. Das heißt, Haldir kann hier erstmal Platz machen für den nächsten.
still in shadow. How much longer will this take? Quite. Secrecy above all. Kein Level 1 Zauber über. Das ist auf jeden Fall eine schlechte Balance, die ich hier habe. Ich habe noch keinen Level 2 Zauber benutzt, obwohl ich kann sie auch hier mit Level 2 machen. Ist jetzt eigentlich nicht mehr nötig. Die müssten wir auch so hinkriegen, die beiden. Das ist jetzt nicht mehr das Problem. Du hattest eine Feuerresistenz, eine Feuerimmunität hast du sogar. Tja. Time to fill some graves. Ready for anything. Unheard, unseen. Da hat sie das Schwein gemetzelt. Ja gut, die ganze Spielerei kostet mich natürlich auch Tränke, ne, die ich unnötig verschwende. Aber ich habe so viel davon, deswegen wäre es doch mal cool, was zu benutzen. Eine weitere Maske. Never a dull moment. Die sind alle zu Asche zerspröselt, die Viecher. Moving ahead. Eine opulente Truhe. Ah, das ist super, das Öl. Ein Silberkelch, ganz Lager. Der Einheizer. 7 bis 15, 7 bis 12. 1D6 plus 3 plus Säure, das ist der Ring, und 1D4 Stichschaden Zustand bedingt. Lebendig verbrannt, bewegt zusätzlich 1 bis 4 Stichschaden bei brennenden Zielen. Und die haben 1D plus 4. Okay, die haben höheren Grundschaden und der hier könnte theoretisch, wenn das Ziel brennt, noch mehr Pain ausrichten. Ist jetzt nicht so der Bringer. Ah, rostiger Schlüssel. Ein rostiger Schlüssel. Elixier der Feuerresistenz. Noch eine Maske. Another mask. Another mask. Jetzt haben wir schon 3. Wenn wir bei unseren Leuten die jeweils geben, dann kommen wir, gehen wir als Monster durch und das Obermonster lässt uns dann in Ruhe, oder was? Ja, wenn hier mal ein großer Tempel war von den Dings, dann, dann, ja, noch ein Schlüssel. Dann ist das wirklich lange her, denn hier gibt es nur noch Tote und wenn das alles Scharjünger sind, dann war das wohl ein heftiges Drama. Jetzt ist nur die Frage, gegen was die gekämpft haben. Oh, Schildgussform. Cool. Dann haben wir schon wieder eine Gussform. Super. Sehr gut. Volazel kann so bald langsam nichts mehr tragen. With haste. These are Sharan weapons. I would recognize the Night Singer's blades anywhere. Ah gut, hier sind wir auf der anderen Seite. Und wie Sie sehen, sind sie auch hier. Ich sehe Tracks da. Oder Footprints. Das ist worth a look. Was happened hier? Es ist schwer, to make any sense of this mess. Blood. Such a mess. What happened here, I can't fathom. Hm. Something happened here. But what? Oh Mist, ich kann das mit den anderen nicht mehr lösen. Schade. Bloody mess this. Something rather unpleasant went down here. Still alive, so that's progress.
Tja, wenn wir das mal wüssten. Dafür musst du überleben haben, die richtigen Dings, ne? What happened here? It's hard to make any sense of this mess. Das ist Pech. I wonder what the next move is. Something happened here. But what? Schade. Schade, schade. Swift as my feet can carry me. Mehr ist hier nicht, außer dass du hier so eine Art Dings hast, so eine Art, Of course. Vielleicht kann ich irgendwo noch hinspringen. Na ja, gut, das war ich ja. Bloody mess this. Something rather unpleasant went down here. Hm. Okay, es geht weiter. I'll take that. No bolts. Don't waste a step. Prince still ain't caught a whiff of her. Slaves are paying the price. Those tricks. Da ist noch was. Schienenpanzergussform. Hier ist noch was, Krummsäbelgussform. Okay, das da unten sieht schon so aus wie so ein Bosskampf-Arena, oder? Ey, also echt, wenn das nicht irgendwas Böses ist, dann weiß ich es auch nicht. Das sieht ja ganz finster aus da. I just want a little look. You pricks got some nerve. Clean up this mess. Hm. Okay, also von hier aus kann man auf jeden Fall die Plattform steuern, das ist ganz nett. Jetzt da unten ist wahrscheinlich Nier eingesperrt, so wie sich das gerade anhörte. Da haben wir das auch schon mal. Ist nur noch, wird nur noch hier irgendwo, soll hier Mitre sein. Karte vom Mondhafen. Diese Karte beschreibt einen detaillierten Angriffsplan auf das Dorf Mondhafen. Die Soldaten sollten in gnadenloser Stille morden. Oh, guck mal, da unten kann man auch irgendwie runter. Okay. Es gibt da auch noch was, also. Oh, es ist echt. Hier gibt es richtig, richtig viel zu tun. Jetzt müssen wir nur noch wieder irgendwie wieder erstmal zurückkommen. What
path lies before me. Und Mithril habe ich hier auch nicht gefunden, also keine Ahnung. Irgendwas übersehe ich. Irgendwas übersehe ich auf jeden Fall. Ich werde einfach mal erstmal eine Pause einlegen. Also beziehungsweise meine Leute. Die können sowieso eine Runde Schlaf gebrauchen.